Gut. Dann nehmen wir den Auftrag hier, würde ich sagen. Kriegen wir das meiste Geld pro Kilometer. Wir nehmen den jetzt mal einfach an und gucken, was passiert. Der Auflieger steht bereit. Fahre zum Verladebereich. Der da wo ist. Wird wahrscheinlich der Auflieger sein. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Oder vorne. Der ist es, alles klar. Okay. Alles klar, das läuft doch. Und jetzt sollen wir losfahren. Machen wir. Ja, dann haben wir jetzt tatsächlich den ersten Auftrag, womit wir Geld verdienen. Wir sind einmal komplett hierher geballert, völlig unsinnigerweise. Ich muss das mal wieder leiser machen hier. Bin da irgendwie gegengekommen. Ja, hier ignorieren wir jetzt, weil wir ballern zu unserem Zielort. Was 250 Kilometer sind, hält sich ja noch halbwegs in Grenzen. Da ist aber einer müde. Muss ich jetzt schlafen? Nächste Pause 1 Stunde 34. Naja, okay. Das heißt, dann müssen wir uns anscheinend einen Rastplatz suchen. Ich weiß nicht, was sonst passiert. Ob der uns während der Fahrt weggenickert oder so. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. So, wir wollen geradeaus. Und dann ruf auf die Autobahn quasi, wo wir hergekommen sind. Glaube ich. So, keine Ahnung, wer hier Vorfahrt hat. So. Ich denke mal, wir können die Fracht nicht wirklich kaputt machen. Wir haben irgendein Schüttgut geladen. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh ja, der ist müde. Ich weiß. So, wir nehmen wieder unsere hoffentlich eingestellten 80 km/h an. Man merkt auf jeden Fall, wir sind beladen. Er zieht nicht mehr ganz so krass weg wie vorher. Dann bleiben wir auch erstmal ein bisschen auf der Autobahn. Ich sollte das Force Feedback bei Gelegenheit auch mal wieder ein bisschen runterschalten, weil selbst beim normalen geradeausfahren vibriert das schon die ganze Zeit. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich wollte einfach nur, dass es beim Lenken ein bisschen schwerer ist. Aber ja, am besten wäre, wir fahren hier runter. Ankunft, ja, ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier brauchen, aber hier ist ein Rastplatz, so wie es aussieht. Und wir sollten hier schlafen gehen. Vielleicht gibt es wahrscheinlich sonst ein Ticket. Iveco, nee, es ist kein Rastplatz. Verdammt, das sah aus wie ein Rastplatz. Okay, wenden wir hier auf der Kreuzung. War jetzt nicht das Schlauste, eventuell. Ich meine, es sah eben aus, als wäre da ein Rastplatz versteckt, aber das war einfach nur Werbung von der Firma, die da ist. Alles klar. Dann lassen wir uns mal überraschen, was passiert. In 46 Minuten sollen wir nächste Pause machen. Kommen wir ja nicht mehr so weit.
Wir haben noch 959 Liter. Reicht für 1900 Kilometer? Na, okay, wenn er das sagt. So, Liege wollen wir nicht runter. Wir müssen hier wahrscheinlich rüber. Wir haben jetzt gleich an der Grenze erstmal angehalten, kontrolliert. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja, machen wir. Schauen wir mal, ne? Wenn ich eine Parkmöglichkeit finde. Aber er muss mir jetzt auch nicht die ganze Zeit hier die Ohren voll gehen. Das steckt nämlich an. Werde ich auch gleich müde und dann macht das hier. Dann penne ich hier ein. Das muss ja nun auch nicht sein. Es ist auch weit und breit erstmal nichts zum Pennen in Sicht, also von daher müssen wir mal gucken. Ja, nächste Tankstelle liegt auf jeden Fall nicht auf unserem Weg. Äußerst schlecht. Und ich weiß auch nicht, ob Tankstelle auch gleichzeitig Schlafmöglichkeit heißt. Wir haben noch wenige Minuten. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ah, lassen wir uns einfach überraschen, ne? Es sind ja nur noch 166 Kilometer, 2 Stunden 20 Fahrzeit. Das wird er schon irgendwie überleben müssen. So, Luxemburg wollen wir nicht. Ja, ist ja gut. Reicht jetzt langsam, Kollege. Bis jetzt sind wir aber sonst fehlerfrei unterwegs. Das finde ich schon mal äußerst gut. Und solange wie wir uns im Menü befinden, scheint auch die Zeit nicht zu laufen, was auch sehr gut ist. Ich weiß natürlich nicht, wie dann hier sonst die Zeit. Also ich denke mal, die ist dann jetzt tatsächlich fortlaufend, hat nichts mit den Aufträgen zu tun, wenn wir Auftrag abschließt, dass die Zeit irgendwie automatisch vorspringt oder sowas. Ich würde mir jetzt gerne mal Auftragdetails angucken. Wacht, erwartet Mittwoch 1 Uhr 8 bis Mittwoch 7 Uhr. Okay. Oh. Es wird dunkel, er pennt ein. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht passiert. Ich werde dich schon wach halten, mein Freund. So, ziehen wir erstmal ordentlich durch. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt natürlich auch weiterfahren, sind wir viel zu früh da. Das ist halt auch mal Fakt. Bremsen hier, wir sind zu schnell. Bisschen viel zu schnell. Rest lassen wir jetzt mal rollen. Rotterdam. Sieht so aus. Ne, Rotterdam nicht. Müssen wir wieder rüber. Oh, und wir sind zu schnell. Wenn ich doch einen Parkplatz hätte, mein Freund. Ich würde ja, aber ich finde gerade keinen Parkplatz. Da kann ich mir auch nichts ändern, ne? Kein Parkplatz in der Nähe, kein Schlafen. So.
haben noch 1 Stunde 20 Fahrzeit. Wir wären definitiv viel zu früh da. Wir sollen ja mitten in der Nacht irgendwann da aufschlagen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir da so früh auftauchen. Keine Ahnung. Hier kommt ein Parkplatz gleich. Das ist gut. 500 Meter. Verstoß gegen die Ruhezeiten. 60 Euro. Ja. Also im Normalfall kann ich ein bisschen überziehen, weil kein Parkplatz in der Nähe, Leute. Was soll ich machen? Jetzt habe ich diese scheiß 60 Euro bezahlt. Jetzt kann ich auch durchfahren. Das ist doch schon wieder zum Kotzen. Ist ja kurz vorm Einschlafen, der Gute. So, wir haben aber einen Parkplatz gefunden. Müssen wir nur noch hier irgendwo LKW-Parkplatz. Nehmen uns den ersten. Taste 3, 23. Woher soll ich jetzt wissen, welche jetzt die Taste 23 ist? Tasten. Okay. Ich stehe doch. Für eine Ruhepause machen wir. Alter, 120 Euro bezahlt für nothing. Drücke eine. Für eine Ruhepause, bla, nee. Wir müssen auf jeden Fall weiter. So. Wir können auch weiter. Das passt alles. Zeitlich sollten wir ankommen im Zeitfenster. Aber erstmal schön 120 Euro bezahlt, Alter. Ich bin begeistert. Keine Ahnung, ob da etwas kam, hätte ich vielleicht gucken sollen vorher, bevor es kracht. So, dann fahren wir mal weiter, Auftrag abschließen. Heißt, beim nächsten Mal müssen wir besser koordinieren. Denn nochmal möchte ich nicht bezahlen. Guck mal, hier kommt wieder gleich ein Parkplatz in 500 Metern. Jetzt gibt's wieder alle Nase lang ein. So, dann rollen wir die letzten 66 Kilometer, knapp eine Stunde, rollen wir da noch hin. Nächste Pause in 10 Stunden. Esszeit 5 Stunden, okay. Naja, dann. Ich wusste gar nicht, dass man 10 Stunden ohne Pause fahren darf. Na gut, wäre wahrscheinlich auch ziemlich, also in dem Fall ziemlich schwierig, hier alle 4,5 Stunden eine Pause einzulegen. Ich schätze, ich muss hier runter, ne? War ein bisschen früh, alles klar, das war der Standstreifen. Das muss man auch erstmal wissen. So, weiter geht's. So, fucking dunkel hier. Nee, ja gut, ihr seht auch wahrscheinlich auch nicht viel mehr als ich. Reicht, wenn wir das da vorne sehen. Alles andere ist wirklich auch für mich kaum ersichtbar und ich denke für euch dann noch weniger. So, ich bin gespannt, wann denn überhaupt unsere Kreditkosten abgezogen werden. Bin ich denn eigentlich noch im Rahmen? Ja, bis Mittwoch 7.48 Uhr. Alles klar, das passt. Wir sind locker flockig im Rahmen. Müssen hier auch gleich irgendwo runter.